Ja, hi, ich bin noch mal kurz zurück. Ich wollte noch ganz kurz was zu den Petroglyphen sagen und gleich zeige ich noch was Interessanteres. Aber diese Manneken und genau diese Räder, diese Darstellung wiederholt sich halt. Ich wollte mal hier zeigen, hier sieht man deutlich, wie groß das teilweise ist, wenn man die Menschen hier sieht und wie hoch. Da sind noch welche, das Bild hört schon auf. Und hier steht, Moment, 130. Ja, 130 Meter über dem Wasser. Also das Wasser ist da unten, muss man sich vorstellen. Also, ey, das wusste ich gar nicht. Ich habe letztens was von 30 Metern gesagt. 130 Meter gehen diese Figuren. Also spricht das doch für meine Idee mit dem Steinbruch, der abgebaut worden ist. Und die haben da immer was reingezeichnet. Sonst könnt ihr euch vorstellen, 130 Meter hohe Leiter. Klingt ein bisschen bescheuerter. Ich möchte gar nicht hier so lange auf diesen Bildern hängen bleiben. Ich wollte sofort hier Vergleich zeigen. Auch aus China. Ich habe das letztens gezeigt und vergessen, das zu sagen. Das Video war unfertig. Fällt euch was auf? Erstmal sieht das gut aus, weil das irgendwie geschützt war. Das ist wirklich alt. Wir haben wieder diese Kreise und Räder, das habe ich letztens gezeigt. Aber sieht hier das hinten? Das muss ja schon da gewesen sein. Seht ihr diese Abbauspuren von diesen Blöcken? Da sind keine, überhaupt keine Abbauspuren zu sehen. Nur die Abbruchkanten. Wieder, ja, ich sag jetzt nicht gut, dass ich werde zu schnell zu emotional, aber spricht doch dafür, dass das später gemacht worden ist und die haben glatte Blöcke hier irgendwie abgebaut. Wie? Wie denn? Und da seht ihr das, wie die das hier anbeten wahrscheinlich. Und wer weiß, was das hier war? Vielleicht ihre Fahrzeuge, vielleicht das Werkzeug. Mehr als 13.000 Jahre alt. Ach ja. Also, mehr als 13.000 Jahre alt, also sind die Abbauspuren dort älter. Dann wollte ich noch die Besonderheit zeigen. Erstmal haben wir, das ist in Utah, USA, fast die gleichen Figuren, die sehr auch Hörner haben. Wir haben auch wieder diese Räder. Dann haben wir diese, ja, komische Wesen. Das alles wiederholt sich. Die Besonderheit ist hier, die haben halt 15 und die haben 6. Und dort in China, da gibt es welche mit 3 und 4 und 5. Wieso wollen die das so zeigen, ne? Also, gab es solche Menschenarten vielleicht? Oder irgendwelche Wesen? Oder? Es ist, die haben sich nicht verzählt, weil das wiederholt sich hier ganz deutlich. Und das war bestimmt eine Besonderheit. Und die Form dieser Füße und der Zehen ist wieder anders. Gut, hier könnte man sagen, vielleicht waren das Bärentatzen. Das sind aber menschliche Füße und haben 6 Finger. Und in China gucken wir kurz mal rein. Oh, jetzt bin ich hier. Ach so, das wollte ich euch auch noch zeigen. Dieser größte Monolith der Welt. Durchgehende Rillen. Total erodiert natürlich. Uralt. Das gleiche wie bei den Erdstellen und in den Sternbohrungen. Das muss ja irgend so was Ähnliches gewesen sein. Das ist gigantisch, aber das ist. Eigentlich sollte ich beim Thema bleiben, ne? Ja, ich finde das Bild nicht. Letztens habe ich das ja gezeigt. Das war in einem Video. Auf jeden Fall könnt ihr mir das glauben. Hier sieht man jemand, der hat ganz deutlich 5 wieder. Und der hat, glaube ich, 4. Auf jeden Fall war das da drunter. Das sind ja Tausende wahrscheinlich. Immer wieder Wesen mit 3 Fingern, mit 4. Also dann insgesamt natürlich 8 und 6 und 10, ne? Aber immer wieder dieses Rad, genau wie bei Utah und diese Darstellung. Dann natürlich gehörnte Wesen und ich könnte eigentlich so weitermachen jetzt, weil das wiederholt sich alles. Vor allem diese Räder, ja, das ist irgendwie gut. Die rechte Seite, das ist glaube ich irgendwo anders, ne? Nicht, dass einer sagt gleich, ich habe hier gesagt, dass er, das wäre in China. Ich habe jetzt nur geguckt, weil ich dachte mir, ist das ein Hals hier? Nein, ich glaube, das ist der Kopf.
Weil irgendwie sieht das merkwürdig aus. Ja gut, ich sage noch mal ganz kurz, dieses Megalith-Monster, das sind ja mehrere gleich. Ganz kurz nur, weil ich das eben schon so angebrochen habe. Wo ist, hier sieht ihr, das ist so gigantisch. Da sind ja nun diese zwei und da ist ja noch um die Ecke noch so ein größerer. Aber diese Rillen hier, ich habe das auch vergrößert, mir eben angeguckt, sind halt durchgehend und das ist wieder dieses, da seht ihr das Monster hier. Das und das hier. Ja, das glaube ich, das wird auf 16.000 Tonnen geschätzt. Ja, und das Ding war irgendwie auch schon zum Abtransport vorbereitet. Natürlich wurden die unterbrochen, wie auch immer. Das wiederholt sich auf der ganzen Welt, in der ganzen Welt. Der größte Obelisk, ne, in Ägypten, die größte Maui-Statue, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf den Osterinseln liegt auch in den Steinbruch. Übrigens liegen da mehrere unfertige im Steinbruch. Die sind fertig, nur nicht vom Felsen gelöst, also mit den Rücken noch fest, mit den Felsen. Ja, was war los? Wieso wurden die unterbrochen? Und erinnert mich ein bisschen an die alte Geschichte, dass die Menschen überheblich wurden und immer wahnsinniger und wurden dafür bestraft mit einer Sintflut. Ja, gut, ich glaube, ich beende das Video erstmal so. Manchmal mache ich auch mal so ein kurzes. Ich könnte das natürlich jetzt noch ein, zwei Themen einbauen, aber ich denke, das ist dann angenehmer so kurz.